Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The... Nicht The Witcher, nein, zu Pine. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich hab einen absoluten Ohrwurm von dem Witcher-Song, Toss a Coin to You Witcher. Und ich habe mir den gerade eben ungefähr 10-mal angehört und deswegen ein Versprecher. Und ich lasse den jetzt einfach drin, weil ich gerade hart fangirle. Den winzigen Geheimschlüssel habe ich noch nicht, ne? Nee, den habe ich noch nicht, aber ich habe eine Ahnung, wo wir hin müssen. Da hinten war doch noch dieses andere, so ein anderes Ding, wo wir, glaube ich, tatsächlich die Knochennadel gebraucht haben, die wir jetzt eventuell haben. Sehe ich das richtig? Genau, hier vorne war ja nochmal dieses Ding. Wir sind auf jeden Fall da, wo wir... Wow. Das hier ist der Ort von der Inschrift. Ich frage mich, was so besonders daran ist. Ja, das fragen wir uns alle. Wir werden es genau hier herausfinden. Es ist dieses merkwürdige Symbol. Anscheinend brauche ich dafür irgendeine Art von Werkzeug? Ja, bestimmt. Dieses irgendeine Art von Werkzeug sollten wir doch jetzt eigentlich... War das nochmal so? Okay. Nein. Aber hier müssen wir irgendwas machen können jetzt. Die Frage ist nur, wo und wie. Aber wir sind hier schon mal... Im Prinzip richtig. Ich habe übrigens die restlichen Amphiskuskugeln noch nicht gesucht. Ich dachte, wir sind hier schon... Ah, guck mal, da unten war's. Wir sind ja schon fast an der richtigen Stelle gewesen. So. Und hier vorne... Da gehört was rein. Das hilft uns so leider nicht direkt weiter. Das hier scheint mir eine gewöhnliche Hohlberglaterne zu sein. Der angefügte Mechanismus dagegen ist komplexer. Okay, also wir lernen jetzt einfach mehr über diese Sachen hier. Da vorne können wir letztlich so ein Pin einsetzen. So ein Ding. Und wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier noch so untersuchen können da dran. Vielleicht auf der anderen Seite noch was? Ich bin sicher, an irgendeiner Stelle wird er uns dann sagen, was genau er... Hoppala. Was genau er braucht, damit wir weiterkommen. Oh. Oh, ja, da guck an. Das hier sieht wie ein einfaches Gehege für einen Schnapper aus. Wer auch immer hier war, wusste, wie man mit Zähmungsbändern umgeht. Wer auch immer hier gelebt hat, sie haben es jedenfalls gut geschützt. Anscheinend werden zumindest zwei Äußerfunde für den Schließmechanismus verwendet. Ich sollte einen dritten finden und auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Was ist, wenn dieser Mechanismus einen sicheren Platz zum Leben verbirgt? Dieser Ort scheint verlassen und isoliert zu sein. Okay, bitte die Tambas um Zugang zur dritten Gruft. Das machen wir gleich, beziehungsweise... Wir laufen ein bisschen. Also wir laufen ein bisschen rum, ne, und gucken mal, ob wir uns vielleicht einen Alpaphanten zähmen können, mit dem wir dann ein bisschen schneller sind. Und außerdem dürften wir jetzt, glaube ich, gar nicht so weit entfernt sein von der einen Stelle, wo wir mit dem... Ich vergesse immer, wie sie heißen, diese süßen Viechels. Na, da, wo wir graben können. Wenn ihr euch erinnert, da gibt es diese eine Stelle, wo man mit einem Fässchen was wegsprengen kann. Da vorne ist es, genau da. Und wenn wir das gemacht haben, könnten wir da mit einem unserer kleinen Freunde auf jeden Fall etwas ausgraben. Und jetzt kann ich ja zähmen. Und da vorne ist ein Alpaphant. Ich will mir einen zähmen. Ja, ich glaube, ich muss auch noch welche töten für... Oh, das wird jetzt eine echte Zwickmühle. Das ist ungefähr so wie... Ich pass mal auf, ich habe meinen... So. Mein Freund, wir reiten. Oh, ist das schön. Guck mal, wir sind nicht mehr so langsam. Wir können endlich... Okay, wir können mit ihm nicht springen. Das ist scheinbar was Alpaphanten einfach nicht machen. Aber jetzt können wir hier vorne hin. So, ich lasse meinen Freund mal hier stehen. Ich weiß nicht, ob wir den automatisch wieder freilassen, wenn ich hier was anderes ausgrabe. Aber guck mal, hier unten können wir was ausgraben. Das heißt, ich werde jetzt das hier verbrauchen auch gleich. Ja, ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Aber, lass mal ganz kurz überlegen. Habe ich meine Schleuder? Ich habe meine Schleuder. Perfekt. Nicht erschrecken, mein Alpaphant. Okay.
Ich muss das ein bisschen anders. Oh nein, komme ich da einfach nicht mehr? Doch, doch, da komme ich noch an. So. Nochmal hier hinlegen, bitte. Diesmal ein... So, so liegt's gut. Das liegt super. Mein kleiner Alperfant, warte mal, komm mal her. Du bist mir zu nah an dem Ding dran, um ehrlich zu sein. So. Ich will nicht, dass ihm was passiert. So ist gut. Und jetzt werde ich nochmal hier so ein Kerlchen zähmen. Jetzt ist, glaube ich, er wieder wild, genau. Okay, dann komm mal her. Du bist süß, du bist lieb. Und du komm mal mit, mein Kleiner. Schau mal, hier ist was zum Ausgraben. Komm her. So ist fein. Ein Grubknochen und ein Torkelpfeil. Super, guck mal, hier ist auch nochmal was zum Ausgraben. Grab, mein Kleiner. Du bist so ein Feiner, bist du. Ja, du bist ganz toll. Du bist super. Wenn ich dich streicheln könnte, würde ich das tun. Kannst du da noch mehr ausgraben? Du bist super. Komm mit. Ah nein, das sind einfach die ausgegrabenen Haufen. So, bitte einmal hierher kommen. Okay. Oh Gott, das ist hier drin ein bisschen beengt. Ein Grobknochen und... Ja, guck mal an, was wir da haben. Nein, ich wollte eigentlich nur zuerst... Okay, ich muss das mal ganz kurz hier hin. So, scharfe Pfeile. Du, mein Hübscher, darfst jetzt erstmal wieder gehen. Ich will nicht, dass dir was passiert, nur weil du mir nachläufst. Hier irgendwo war doch etwas, was ich... mit so einem Ding... Aber wo genau war das? Warte mal ganz kurz. Also wir müssen irgendwie da hoch. Hier war doch irgendwo so ein... Komme ich nicht hoch? Doch, doch, da komme ich hoch. So. Ah, genau, hier unten ist es. Bingo. Und jetzt ist da oben so eine Dingse, über die ich dann letztlich hier hochkomme. So. Und wir können den Albama-Schlüssel benutzen. Jägerstiefel-Idee gefunden. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Die Frage ist jetzt, dich brauche ich vermutlich nicht für die andere Seite, oder? Also für die Insel, da brauche ich vermutlich was anderes. Wir könnten es versuchen, weil es relativ nah ist, aber ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass es funktionieren wird. Ich habe ganz, ganz ehrliche Zweifel. Ich lasse es erstmal hier. Und dann gucken wir einfach... Ah, weißt du was? Ich schnapp mir jetzt ihn hier wieder. Den süßen Alperfanten. So. Wir reiten, mein Freund. Und zwar müssen wir... Es ist so schön, wir... Ja gut, wenn ich auf die Karte gucke, steigen wir also automatisch ab. Wir müssen, ja, einfach in die Richtung, wo wir gucken. Lauf, mein Freund. Du verbrauchst hoffentlich nicht meine Ausdauer. Und wir werden gucken, dass wir nicht zu sehr in Feinde reinreiten, denn ich will ja nicht, dass dir was passiert. Hier und da sitzen wir vielleicht ab, wenn wir irgendwas Interessantes finden. Vielleicht fallen mir noch ein paar Ecken ein, in denen ich nachgucken könnte, ob wir noch Amphiskuskugeln vergessen haben. Ich habe ja doch relativ viele zufällig gefunden, ohne dass ich aktiv gesucht habe oder dass ich gar tatsächlich irgendwo nachgesehen hätte. Also bisher habe ich noch bei keiner einzigen Kugel nachgesehen, wo sie sich befindet. Die haben wir alle aus reinem Zufall entdeckt irgendwo. Und das finde ich ziemlich gut. Jetzt wäre es mir natürlich am liebsten, wenn es gerade so weitergehen würde. Lauf, mein Freund. Ich will nicht, dass dir was passiert. Und ich weiß nicht, inwiefern es dich zuerst erwischt, wenn die mich treffen. So.
Gut, dass Alper fanden sich überall. Guck mal, jetzt wird tatsächlich auch unsere Ausdauer nicht mehr verbraucht, wenn wir... Ich meine, was Sinn macht. Wir sitzen ja auf dem Alperfanten und der Arm muss jetzt die ganze Arbeit erledigen. Zugang zum dritten, das wäre dann tatsächlich was in der Wüste. Wenn ich das jetzt richtig weiß. Und dann haben wir eben trotzdem noch nicht alles gefunden. Es gibt da noch so viele Albermatronen, die wir finden müssen. Aber das kriegen wir dann schon hin. Oh, natürlich. Und da gibt es ja noch den hohen Turm. Wo stand das, wenn man einen Fluffy brauchen könnte vielleicht? Und manchmal sehen wir ja auch an diesen... Ne, also manchmal sehen wir ja auch Zeichnungen, dass wir da irgendwas brauchen könnten. So. Ah, Hugh, perfektes Timing. Es gibt da ein paar neue Entwicklungen, die wir besprechen müssen. Die Spezies auf Albamar befürchten, dass du diese Gegenstände aus den Gruften holst. Du hättest sie nicht anfassen sollen. Aber ich will doch niemandem Schaden zufügen, sondern nur die anderen zu Hause überzeugen. Naja, wir wissen das schon. Zum Glück für dich wissen wir auch, wo sich der letzte Schlüssel befindet. Aber die Antwort wird dir gar nicht gefallen. Die Spezies haben ihn dem Karibin-Weisen anvertraut, den du bereits getroffen hast. Er hat geschworen, ihn zu beschützen. Aber ist Brenrir nicht dein Freund? Ich werde ihm doch bestimmt erklären können, dass ich ihn brauche, um die Höhle im Norden zu öffnen, oder? Na, das werden wir dann schon sehen. Er verschwand nach dem Erdrutsch, aber es könnte sein, dass er ein Lager aufgeschlagen hat in der Nähe des Dorfes Hohlsturz am Bergrücken. Ich schau mal, ob ich ihn finden kann. Oh, bevor wir das noch vergessen. Einige Fechsel haben noch einen Menschen gefunden, der plötzlich im Kaiwald umherstreift. Was? Wer? Woher sollen wir das wissen? Sie gehören doch zu deiner Art. Geh und such sie. Ah ja, finde das Lager der Menschen. Ja, dann, wo muss ich denn dafür hin? Guck mal, das ist ja gar nicht weit. Ja, dann Drufda und wir reiten da mal ganz gemütlich hin. Einige Fechsel. Ja, die haben uns auch nicht unbedingt gern. Da unten kämpfen die gegen den. Ich lasse die einfach mal in Ruhe. Und such mal das Lager des Menschleins. Eingesammelt schon. Was ist das denn? Ja, das muss hier irgendwo sein. Ich würde meinen Freund erstmal hier stehen lassen. So. Ich wildere dich mal nicht aus. Lauf mir bitte nicht weg, mein Freund. Gürtel voll. Ja, sehr klar. Okay, hier soll irgendwo das Lager sein. Ach, es wäre... Okay. Noch ein Mensch. Wird das noch zur Plage werden? Wird das noch zu einer Plage werden, die den gesamten Wald übernimmt? Geh jetzt, sonst wird es Konsequenzen geben. Du kannst von Glück sagen, dass wir gute Laune haben. Weg von ihr. Nun gut, dann eben Konsequenzen. Oh nein, 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 nein. Verdammt. Muss ich das wirklich? Warte mal ganz kurz. Da brauche ich aber definitiv meine andere Ausrüstung wieder. So. Au. Das war nicht nett. Oh, oh. Sollte mir vielleicht einen Spucker zähmen? Damit ich nicht so ganz alleine bin. Ist hier irgendwo in der Nähe einer, den ich mir kurz schnappen kann? Und ich sollte dringlichst mir irgendwas zu essen ausrüsten. Wie wär's mit dem hier? Okay, ich krieg das schon irgendwie hin. Okay, wenn ich nicht ständig daneben schießen würde. Au. Heilen. Ich
Okay, das ist jetzt nicht so gut. Oh, weißt du. Die Jungs nervt, ne? Ich sollte mich eigentlich auf einen konzentrieren. Oh, wie viel? Okay, ich habe zum Glück habe ich noch ein paar Pfeile. Na Jungs. Mist. Und die können sich halt auch heilen. Oh, spring da hoch, Ju. Wehgetan. Wo ist der zweite? Okay, das war nicht nett. Der hat eine Rauchbombe geworfen. Oh, oh, ich muss mich heilen. Ganz dringend. Wo ist der? Wir kriegen den schon. Wenn die es auf die harte Tour wollen, dann kriegen sie es auf die harte Tour. Oh, Mist. Ah, das verletzt uns auch. So, der erste ist besiegt. Fehlt noch der zweite. Irgendwo da unten wieder. Aber erstmal sammeln wir hier natürlich die schönen Sachen auf. Plündererabzeichen, ein Stofftuch, das ich nicht mitnehmen kann, Grobknochen. Uff. Habe ich irgendwas Kleines, was ich noch essen könnte, von dem ich eins habe? Sportmixtur, Geschwindigkeit, das bringt uns aber nicht. Oh, guck mal, Muskelbräu könnten wir trinken. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, trinken wir das einfach einmal. Dann machen wir ein bisschen mehr Schaden und dann gehen wir einfach hübsch in den Nahkampf bei dem hier. Au. Okay. Den haben wir auch erledigt. Beutel voll. Ein paar Sachen können wir hoffentlich noch mitnehmen. Den Sandstein leider nicht mehr. Okay, dann gehen wir zurück zu Emma. Puh. Ist mein Alpafant noch hier? Geht's dem noch gut? Oder ist der jetzt ausgewildert versehentlich, weil ich in den Kampf geraten bin? Müssen wir gleich mal gucken. Ansonsten, wenn wir den anderen zähmen, spätestens dann ist er wieder frei. So. Was machst du denn hier? Ich suche schon ewig nach dir, musst du wissen. Ilma, was machst du denn im Außengebiet? Es hat noch mehr Einstürze gegeben. Jetzt sind immer mehr Leute davon überzeugt, dass wir hier nach Antworten suchen sollten. Deswegen suche ich nach dir. Es ist immer noch gefährlich hier und die Spezies sind gar nicht glücklich darüber, dass ich in den Gruften herumstöbere. Gruften? Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, ich habe einen Ort gefunden, wo wir leben können. Aber er ist ziemlich weit von hier entfernt. Ich muss noch etwas Arbeit investieren, bevor wir ihn öffnen können. Könntest du alle zu Hause auf den Aufbruch vorbereiten? Die Reise wird ziemlich hart werden, aber ich denke, wir sollten es tun.
Ich weiß nicht, ob ich Geri und Marla überzeugen kann, aber ich werde es versuchen. Ach ja, bevor ich gehe, ich konnte mir vom Dorf in der Nähe diese Schriftrolle hier beschaffen. Vielleicht weißt du ja, was man damit anfangen kann. Danke dir, Ilmer. Okay, und wir bekommen... Sprengpfeil-Idee, alles klar. Erreiche das Dorf Höhlensturz. Was war das für ein Geräusch? Das klang nach Golderigak. Da vorne. Tatsache, ein Golderigak. Okay. Ich weiß nicht, wo mein treues Alpafantilein ist. Okay, das konnten wir mitnehmen. Das ist sehr gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal in Richtung... Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir gehen. Oh, kann ich mir vielleicht... Ach so, das sind fluffy Eier und Federn. Ah, nein, 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 nein. Feder muss auf jeden Fall... Warte mal, wir könnten hiervon vielleicht... Kann ich die gerade nicht verbrauchen? Das hier? Ach so, das ist ein... Ah, das ist kein neuer Stapel. Abbrechen bitte. Ich muss mal gerade gucken, was wir eventuell loswerden könnten. Vielleicht die Grobknochen? Kann ich dann irgendwas herstellen? Wir haben doch eine Idee gefunden. Jägerstiefel. Dafür brauche ich dreimal Stofftuch. Das haben wir aber. Beziehungsweise können wir das besorgen. Das können wir einfach, glaube ich, herstellen, oder? Fluffy-Federn. Morgenheu einmal. Wir brauchen mehr Fluffy-Federn. Wie viel, warte mal, wie oft brauche ich Stofftuch? Zweimal? Dreimal? Ich habe so eine Idee gerade. Drei Stofftücher. Unser Blicker, aber Sablika haben wir. Ich werde hier mal eben Grobknochen fallen lassen. Und dann packen wir hier die Fluffy-Feder ein. Mit ein bisschen Glück finde ich da vorne bei dem Parcours noch immer das Stofftuch. Ich glaube es zwar fast nicht, aber sonst brauchen wir Morgenheu oder mehr Federn. Oh Gott, wo waren das jetzt? Lass mal eben gucken. Das war hier, oder? Also mehr in der Richtung? Ja, süßer kleiner Fluffy. Je. Wenn ich doch nur schon unsere wunderbaren Fluffy-Federn, das ist perfekt. Fluffy-Ei, Fluffy-Feder. Da vorne ist nicht das, was ich gesucht habe. Oh Gott, wo war... Ach, das war bei den Tambas direkt. Das heißt, ich müsste nicht Fechsel, sondern hierhin. Mehr in die Richtung. Entschuldigung. Komplett vertauscht. Aber falls da noch der Stoff liegt, könnten wir den einsammeln. Und ich glaube, uns fehlt... Oh, Bergalit. Das nehme ich doch sehr, sehr gerne mit. Und natürlich Fluffy-Federn auch immer. Wie komme ich denn zu der Ehre, dass ich das mal auftreibe? Ja, da ist noch ein Grobknochen. Den ignoriere ich jetzt einfach mal. So, hier vorne lag doch theoretisch ein Stofftuch, genau. Kann ich das hier eventuell, kann ich einfach irgendwas fallen lassen, wie zum Beispiel... Was, warte mal, was abbrechen? Was haben wir denn hier Schönes, was ich fallen lassen könnte? Na, das ist auch doof. Irgendwas muss ich fallen lassen, was mir nicht so sehr weh tut. Wie wäre es zum Beispiel mit dem hier, dem Fässchen? Jetzt würde ich gerne das Stofftuch einsammeln. Und da hinten oben müsste theoretisch nochmal ein Stofftuch liegen. Wenn es noch nicht gedespawnt ist, was es theoretisch nicht getan haben sollte. Und dann kann ich das... Nein, da liegt es noch. Perfekt. So, jetzt erstmal eben gucken. Um dieses eine Ding her... Also hierfür brauche ich nochmal einmal Alpafantenleder. Dann könnte ich das herstellen. Dafür brauche ich nur noch einmal Stofftuch. Und das kann ich jetzt machen. Ich werde es mit dem Morgenheu machen, damit ich das Morgenheu loswerde. Und jetzt können wir diese Schuhe hier herstellen. So. Und dafür brauche ich jetzt, wie gesagt, nur noch einmal Alpafantenleder. Dann hätte ich das auch. Und mein Inventar ist
nicht mehr ganz so voll. Das ist super. Dann werde ich das Fässchen da vorne mal wieder mitnehmen. Und vielleicht den Sandstein. Und es tut mir super leid. Ich brauche auf jeden Fall noch einmal Alpafantenleder. Wenn ich wüsste, dass wir eine Spezies kennen... Aber das bringt ja auch nichts. Ich müsste mich mit denen ja erst anfreunden, bevor sie mit uns handeln. Aber jetzt, wo wir sie zähmen können, fühlt sich das noch viel schlechter an, denen was zu tun. Mann, wo muss ich denn hin? Hier oben. Oh Gott. Die Kariblin werden uns so hassen. Die Kariblin werden uns, sobald sie uns sehen, werden die uns fressen. Und ich sollte halt wirklich eigentlich die anderen Amphiskuskugeln suchen. Ganz, ganz dringend. Das würde aber bedeuten, ich muss mir jetzt einen Alpafanten schnappen und dann komplett Albamar abreiten. Vielleicht könnte ich das einfach tun. Vielleicht könnte ich das tun. Ich meine, es wäre halt schon wegen dem Bergalit sinnvoll, denn, wenn wir da mal ganz kurz gucken, bei den Zielen, den Inseln geschickt. Ja, guck mal, wir haben 10 von 11 Bergalit, das heißt, wir haben davon schon alles. Uns fehlen eben nur noch 2 Kugeln. Nicht so gut. Oh, da oben. Ja, Schlüsselgraphit. Heißt das, ich kann schon wieder... Oh ja, ich kann schon wieder einen Schlüssel herstellen. Für was anderes brauchen wir die Dinger ja nicht. Von daher können wir das immer machen. Ach nee, nee, warte mal. Falscher Schlüssel. Ganz falscher Schlüssel. Hier ist Schlüsselgraphit. So. Ich denke immer, dass wir 10 brauchen, aber wir brauchen ja nur 8. Und ich weiß nicht, ob es genau genug Schlüsselgraphit gibt oder ob es da zu viel letztlich gibt auf der Insel. Ich fürchte auch, das werden wir irgendwann rausfinden. Ich gehe jetzt einfach mal grob in die Richtung, in die wir müssen. Was ist da hinten? Ich sehe da was Weißes leuchten. Was bist du? Ah, dieses so ein Mechanismus. Ich erinnere mich an den, ja. Die Frage ist jetzt halt wirklich, also es gibt diese interaktive Karte und es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass ich einfach alles nochmal, voll, alles nochmal abklappere. Dann könnten wir vielleicht nächstes Mal schon, ich weiß halt nicht, ob es dann noch weitergeht. Also falls es dann halt nochmal mehr gibt, so nach dem Motto, okay, und jetzt brauche ich nochmal, dann ist halt doof. Aber mit der interaktiven Karte könnte ich dann tatsächlich einfach die Orte abreiten, absuchen. Abklappern und dann... Oh nein, das geht aber gar nicht, dass der Kristall voll ist. Das will ich aber auch nicht wegwerfen. Oh, jetzt möchte ich einfach gerne hier diesen... diese Taking-Kappe machen. Einmal Alpafantenleder noch. Ich fürchte, ich werde einen Alpafanten suchen und... seines Leders befreien müssen. Einfach, weil wir Platz brauchen. Und ich super gern diesen Gegenstand herstellen würde. Ich komme mir richtig gemein vor. Aber das Bystal ist halt echt super praktisch, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind unsere Freunde, die Schmutzler, also diese Geckos, total scharf auf das Zeug. Kann ich bestimmt... Beutel voll. Ja, ich muss irgendwas ablegen. Ach nee, warte mal, jetzt müsste ich doch eigentlich wieder Sachen essen können. Wie zum Beispiel das hier. So, essen wir das einfach nochmal. Jetzt haben wir einen Platz frei. Morgenheu, Morgenheu und Morgenheu. Und ich werde auch einfach jetzt nochmal irgendein Plätzchen freiräumen für das Bystal, was da wächst, sich bildet. Und nächstes Mal suche ich, also vielleicht werde ich jetzt tatsächlich die Amphiskuskugeln abklappern. Muss ich mal gucken. In jedem Fall vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn ich dann auch weiß, worauf ich aus meinem Inventar noch verzichten konnte, kann ich eigentlich Pfeile nochmal herstellen? Das geht, ja perfekt. So, dann haben wir jetzt auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich das Bystal sammeln kann. Die Frage ist jetzt nur,
Bei der Fertigung brauche ich das jetzt wieder für... Nein, sehr gut. Tatsächlich nur noch einmal Alpafantenleder und wir haben wieder ein neues Ding hergestellt. Okay. Ich werde jetzt eine Alpafanten suchen oder zumindest irgendeine Stelle, wo Alpafanten leben, schlafen, wie auch immer. Und oder vielleicht einfach solche kleinen Seehunde, diese Seehundviecher. Damit die uns vielleicht beim Ausgraben helfen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Pine. Bis dahin. Bye, bye.